Hi meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es meinen Lesemonat für den April 2016 geben. Ich habe irgendwie in meinen Neuzugängen, glaube ich, 2015 gesagt. Ich war total durch den Wind. Der Monat April ist schon wieder von dannen gezogen und wir begrüßen den Mai sozusagen fast. Und ich freue mich heute mit euch einmal die Bücher durchgehen zu können, die ich gelesen habe. Der Monat war nicht ganz so stark wie die letzten drei Monate in diesem Jahr, aber trotzdem noch gut und ich bin zufrieden, aber es hätte noch ein Ticken besser sein können, aber ich glaube, ich hatte so eine kleine Leseflaute, weil ich immer mal wieder Tage dazwischen gehabt habe, wo ich gar nichts gelesen habe, was jetzt an sich nicht schlimm ist, aber ja, so war es halt und das ist der Grund, warum es nur 10 Bücher sind und für alle Statistiker unter euch, diese 10 Bücher hatten 4294 Seiten und das sind pro Tag 143 Seiten. Das ist eigentlich doch noch ziemlich gut. Davon waren, glaube ich, auch 3 Hörbücher und ja, ich würde sagen, wir starten durch mit Buch Nummer 1, was ich im April gelesen habe. Das war Das Licht von Aurora im Schatten der Welten. Zu allen Büchern, die ich wahrscheinlich nennen werde, gibt es zumeist Rezensionen, also schaut mal unten in der Infobox vorbei. Da findet ihr auch die Links zu den Büchern, dann könnt ihr euch die nochmal genauer angucken. Das ist der zweite Teil von Das Licht von Aurora. Und ich war echt gespannt auf die Fortsetzung, habe sie dann auch ziemlich zügig gelesen. Ich habe am 1. angefangen, war am 3. fertig, also das ging ratzfatz. Jedoch war es nicht so toll oder so genial wie der erste Band. Also es war gut, es hat mich gut unterhalten, es hat mir gut gefallen. Wir sind hier halt immer noch in diesen Parallelwelten mit unserer Protagonistin Sascha und so das Konzept hat mir gut gefallen, aber mir ist so ein bisschen das mit den Parallelwelten untergegangen, fand ich. Das war nicht, also das war zwar präsent, aber es drehte sich mehr um andere Inhalte, hatte ich auf jeden Fall das Gefühl. Ihr findet dazu aber, wie gesagt, eine Rezension, da erfahrt ihr nochmal mehr. Von mir hat das Buch 4 Sterne bekommen. Ich finde die Cover immer noch wunderschön. Ich bin auch gespannt, wie das dritte Cover aussehen wird und wie sie sich dann im Bücherregal machen. Ja, ich glaube, das war's zu dem Buch. Daraufhin folgte dann ein Buch, was eins meiner Monatshighlights war, glaube ich, wenn nicht sogar das Monatshighlight. Nee, eins, ich hatte 2. Und zwar Anima, Schwarze Seele, Schneeballs Herz, wollte ich gerade sagen, Weißes Herz von Kim Kästner. Die liebe Autorin, also die liebe Kim, hat mir das Ganze als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt und ich habe mich so wahnsinnig gefreut, weil ich das unbedingt lesen wollte. Und die Beschreibung des Buches ist gar nicht so einfach. Wir haben ja eine Protagonistin, die jedes Jahr mit ihren Eltern in ein Resort fährt. Und dieses Jahr ist irgendwie etwas anders, denn es taucht auf einmal ein ominöser Magier auf und die Leute scheinen sich irgendwie zu verändern. Und auch bei ihr setzen irgendwie manchmal so, also ihre Macht über sich selbst setzt manchmal so aus. Sie ist viel aggressiver, obwohl sie eigentlich ein Mensch ist, der total sanftmütig ist und ja, entdeckt dann noch nach und nach an sich Sachen und Fähigkeiten, die ihr vorher nicht bewusst waren, dass sie sie besaß. Das ist ungefähr so der Inhalt zusammengefasst. Es ist echt schwierig, weil dieses Buch ja, so ein Hauch von, also diesen Fantasy-Aspekt hat, diesen Liebesaspekt und so ein Hauch von Religion. Mehr möchte ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen, weil sonst spoilere ich euch und ich habe so das Gefühl, dass ich spoiler. Es ist halt eine Liebe, die nicht sein darf aus unterschiedlichen Gründen und es war echt mal was Neues, was Neuartiges. Kim hat sich da sehr tolle Inhalte ausgedacht, die ich so noch nicht erlebt hatte und ich mochte auch so die Protagonisten, die Gestaltung, das Ganze so, das Feeling, das Setting und den Schreibstil, der war einfach gut. Es hat von mir 4,5 Sterne gekriegt, also für alle, die jetzt neugierig sind, sollten hier unbedingt reingucken, es lohnt sich auf alle Fälle. Dann kam auch schon mein zweites Monatshighlight, nämlich Stay With Me von Jay Lynn. Das war das vierte Buch dieser Reihe, beziehungsweise das dritte, je nachdem, wann man Trust in Me liest. Hier geht es um Keller oder Kala oder wie sie auch immer ausgesprochen wird, um Jax. Kala muss nochmal zurück in ihren Heimatort, wo sie eigentlich nicht mehr hin wollte, weil ihre Mutter Scheiße gebaut hat und sie will sie sozusagen zur Rede stellen. Doch als sie dort ankommt, ist ihre Mutter nicht aufzufinden und sie trifft auf den total sexyen Jax und der entführt sie sozusagen in seine Welt. Und ja, das endet natürlich ziemlich
heiß. Und ja, mir hat es gut gefallen. Ich war wahnsinnig gespannt auf ihre Geschichte, weil ich sie als Protagonistin schon, oder beziehungsweise als Charakter, als Nebencharakter schon im Be With Me richtig toll fand und sie mich so interessiert hat, weil sie einfach so das normale Durchschnittsmädchen war und nicht so wie Avery und Theresa, so dieses total tolle, besondere Mädchen, was ja nur ein Makel dadurch hat, was ihm in der Vergangenheit passiert ist. Das hat Keller zwar auch, aber aus anderen Gründen und irgendwie nochmal ganz anders, weil sie auch anders sich selbst darstellt. Sie sagt halt, ich bin eine ganz normale Frau, ich habe Kurven und so. Und das fand ich schon wahnsinnig sympathisch, dass sie halt so über sich redet und denkt und dass das mal eine ist, die mit Kurven gesegnet ist und nicht wie die anderen beiden Mädels halt so eine Top-Model-Figur. Und ja, ich mochte sie einfach sehr, sehr gerne und das war absolut bis jetzt meine Lieblingsgeschichte. Hat 4,5 Sterne von mir bekommen. Ein Hauch hat mir gefehlt, weil ich anfangs immer so dachte, boah, die Mädels, ne, die sagen zwar alle, sie sind befreundet, aber irgendwie sind die Freundschaften nicht wirklich ausgeprägt. Aber das Buch konnte meinen Gedankengang oder beziehungsweise diese Meinung dann so ein bisschen verändern und das fand ich gut, aber das kam mir ein bisschen zu spät, wenn man überlegt, dass davor schon 3 Bände waren. Dann habe ich mit der lieben Franzi von den Bücherseen zusammengelesen. Eve und Caleb in der gelobten Stadt, das ist Band Nummer 2. Eigentlich wollten wir auch noch den 3. Band hinterher schieben, aber das haben wir dann zeitlich leider nicht mehr geschafft. Trotzdem bin ich froh, dass ich endlich den 2. gelesen habe. Ich bin wahnsinnig gut wieder reingekommen, dafür, dass man bedenken muss, dass ich den ersten 2013 gelesen habe. Das ist echt schon ewig lange her und dafür bin ich echt gut reingekommen. Das Ganze ist eine Dystopie. Hier geht es um Eve, die in einem Internat, in einer Schule aufwächst, die halt so internatsmäßig ist. Und sie soll am Ende halt mit dem König verheiratet werden, wenn ich mich recht entsinne. Und Eve entdeckt dann aber einige Geheimnisse, die so hinter dieser Schule und hinter dieses ganzen Königreiches stecken und das gefällt ihr nicht und dann flieht sie und trifft auf Caleb. Das ist sozusagen die Grundstory und ich fand den ersten Band nicht ganz so gut. Der zweite hat mir dann doch schon besser gefallen. Der hat von mir nämlich 4 Sterne gekriegt. Ich glaube, der erste hat damals nur 3 gekriegt, weil ich die Liebesgeschichte wahnsinnig unauthentisch fand. Das Muster in den Bänden ist natürlich sehr, sehr ähnlich. Also dieser Band hat genauso geendet wie der erste. Ist in den gleichen Schritten verfahren sozusagen. Also da ist die Autorin nicht wirklich nicht sehr plottattraktiv, sage ich jetzt mal, aber ansonsten eine Geschichte, die man durchaus lesen kann, die jetzt aber die eigene Welt auch nicht so krass verändert. Dann ging es weiter mit Die Sturmkönige Glutsand, Glutsand, das ist der 3. und finale Band gewesen. Ich habe zu dieser Reihe dann auch schon eine Reihenrezension bzw. Reihenvorstellung gemacht. Für alle, die sich vielleicht manchmal nicht trauen, meine Reihenvorstellungen zu gucken, ich erzähle immer nur was zum Inhalt von Band 1 und bewerte dann sozusagen die 2 Folgebände und sage, was mir vielleicht nicht so gut gefallen hat, wie zum Beispiel, dass der Plot nicht gut war oder sonst was. Ich erzähle aber nichts zum Inhalt, also ihr braucht euch da keine Sorgen machen, ihr könnt euch meine Reihenvorstellung getrost anschauen, da ist nichts Spoilermäßiges. Den 3. Band fand ich nicht mehr ganz so stark wie die ersten beiden. Irgendwie hat mir das Finale nicht ganz so gut gefallen. Es war zwar spannend, das auf alle Fälle, aber das waren alle 3 Bücher. Es war auch gut gelöst. Also ich fand, dass es so an sich inhaltlich, thematisch gut gelöst war. Aber irgendwie hat mir gerade in der ersten Hälfte doch ein bisschen was gefehlt. Ich kann das gar nicht speziell oder spezifisch benennen, aber ja, das war so meine Problematik. Das Buch hat dann 4 Sterne von mir gekriegt, trotz alledem eine Reihe, die sehr kontinuierlich war und sehr durchgehend gut und ja, ich kann sie euch empfehlen. Ich finde immer noch, dass es eigentlich eher was für ältere Leser ist, also ich würde es jetzt nicht empfehlen, wenn ihr 13, 14 seid, weil ich finde einfach, dass das dann noch nichts für euch ist, da das doch sehr brutal und so ist und sehr viel mit Sexualität auch zu tun hat. Und ja, das ist so eigentlich das Einzige, was ich noch so dazwischen schieben wollte. Außerdem ging es dann weiter. Ach, ich glaube, das war sogar mein absolutes Monatshighlight. Ich habe eben geschwindelt. Ich hatte nicht nur 2 Monatshighlights. Ich habe dann noch ein absolutes Über-Über-Monatshighlight gehabt. Bin ich noch scharf? So. Auf jeden Fall war das hier echt das Beste der besten Bücher im April, nämlich The Bone Season, die Träumerin von Samantha Shannon aus dem Bloomsbury Berlin Verlag. Absolut
genial, dieses Buch. Man kommt am Anfang sehr, sehr schwierig rein. Hier geht es um Paige und Paige lebt in einer Welt, in der die Menschen teilweise besondere Fähigkeiten entwickelt haben, ebenso sie. Sie kann sich sozusagen aus ihrem Körper materialisieren und muss das aber geheim halten und schließt sich dann einer Gang an. Eines Tages passiert aber etwas und sie wird verfolgt vom Staat und gerät in dessen Fänge und kommt dann zu einem Refalm. Das ist ein fremdes Volk, das herrscht, und dieser Refalm hält sie halt dann als seine Sklavin. Ich hoffe, das war alles von den Personalpronomen richtig. Wird das überhaupt Personalpronomen genannt? Oh. Sehr weit aus dem Fenster gelegt hier gerade. Auf jeden Fall ist das so die Grundstory und ich war einfach so begeistert von dieser Inhaltsangabe, dass ich das Buch damals unbedingt haben musste und sofort lesen wollte, aber dann hat sich irgendwie immer was anderes dazwischen geschoben, weil ich halt der festen Überzeugung bin, dass man für diese Bücher sehr viel Zeit braucht, gerade für den ersten Teil, um überhaupt in diese Welt hineinzuschlüpfen und hineinzukommen. Die ersten 150 Seiten sind auch ziemlich schleppend, aber wenn man dann so einen gewissen Punkt überwunden hat, dann fließt das einfach und man liest es wahnsinnig schnell weg. Und es sind ja auch schon fast 600 Seiten, aber es ist einfach grandios. Und die Autorin hat einfach eine ganz neue eigene Welt erschaffen, die grandios ist und die einfach auch atemberaubend dargestellt wird. Und Paige ist eine taffe, coole Protagonistin, die mir sehr gut gefallen hat, die sehr viel Eigenarten hat und Besonderheiten. Und ja, ich denke, das ist ein sehr, sehr lohnenswertes Buch. Der zweite Band ist auch bereits erschienen und der dritte soll wohl erst 2017 kommen. Ich finde, mein Herz blutet deswegen ein bisschen, weil das noch ewig lange hin ist. Ach ja, und natürlich hat das Buch von mir 5 Sterne gekriegt, aber ich denke, das erklärt sich aus dem absoluten mega super Monatshighlight. Weiter ging es dann mit einer reinen Fortsetzung, nämlich Dark Elements, Eiskalte Sehnsucht. Das ist der zweite Teil von Jennifer L. Armentrouts Dark Elements Trilogie. Also es wird tatsächlich eine Trilogie. Ich wurde jetzt mehrfach gefragt, ob es eine Trilogie wird, und ich lehne mich da jetzt mal aus dem Fenster und sage, ja, es wird eine Trilogie. Der dritte Band erscheint jetzt irgendwie demnächst. Ich kann euch gar nicht genau sagen, wann, aber irgendwie in den nächsten 3 Monaten, glaube ich, spätestens im August. Und ja, hier geht es mit Ross, mit Layla und mit Zane weiter. Ich hatte mich ja vorwarnen lassen, dass das hier sehr Zane-lastig ist. Ich muss für mich selber sagen, dass ich das nicht fand. Ich fand, Ross war hier immer noch sehr präsent als Figur und als Charakter. Und ich fand, Zane war immer noch im Hintergrund. Irgendwie. Natürlich hatte er einen höheren Anteil, einfach aufgrund des Ende von Teil 1, aber ansonsten hatte der echt trotzdem nicht so viel zu melden und meine Meinung Zane gegenüber hat sich auch nicht geändert. Ich finde den immer noch irgendwie ätzend und nervig. Der tut mir zwar irgendwie leid, weil ich seinen Gefühlszustand und alles gut verstehen kann, aber schlussendlich finde ich ihn einfach nervig, weil ja, der auch einfach manchmal so stumpf ist und gar nicht richtig nachdenkt über seine Handlungen. Auf jeden Fall war das so mein Gefühl und es ist ein ewiges Hin und Her mit dem Typen gewesen und das ging mir irgendwie so ein bisschen auf den Sack. Naja, auf jeden Fall hat das Ganze von mir 4 Sterne gekriegt. Ich bin schon gespannt auf den finalen Band und wie das Ganze dann ausgehen wird und ja, lass mich dann einfach mal überraschen. Und ich freue mich schon so auf dieses Drachencover. Ich finde das einfach richtig hübsch. 3 Bücher haben wir noch. Dann sind wir auch schon wieder durch mit diesem Lesemonat, wobei er auch schon wieder ziemlich lange dauert. Als nächstes kam dann der 5. Teil von Night School und Gewissheit wirst du haben. Ich habe das Ganze ja als Hörbuch gehört und war schon so neugierig darauf, wie das ausgehen wird. Und habe mir den Riesenknall und den Riesenboom erwartet. In Night School geht es ja um ein Internat und um Ellie, die ziemlich viel Scheiße innerhalb ihrer Familie tut. Und dann auf dieses Internat zu Maria geschickt wird und dort sind dunkle Machenschaften am Werk. Es hat aber nichts mit Fantasy zu tun, also nochmal hier den Appell, es hat nichts mit Fantasy zu tun. Ihr könnt das getrost lesen, auch wenn ihr immer Angst habt, dass es mit Fantasy zu tun hat. Es ist nicht so. So. Und da passieren dann halt auch Morde an dem Internat und so. Es geht eigentlich so Richtung das Tal oder Monday Club, also halt in diese, oder hier Herz aus Glas, in diese Mystery Thrill Richtung geht das. Und Ellie hat sich gut entwickelt, ich finde, im Laufe der Bände, aber ich finde, der Fokus dieses Buches ist zu sehr auf eine bestimmte Sache gerichtet und verliert dabei den Gesamthandlungsstrang so ein bisschen aus den Augen.
Das fand ich etwas schade, weil ich glaube, man hätte wesentlich mehr und einen wesentlich besseren Abschluss für dieses Finale finden können. Der war dann doch etwas plump und einfach gestrickt. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass die Autorin vielleicht keine Ideen hatte, wie sie das Ganze enden lassen soll, oder ob das damit zu tun hat, dass der Fokus dann halt doch eher auf diese anderen Thematik lag, als auf dieser, die in den letzten drei Bänden so hoch gepusht wurde. Kann ich euch nicht sagen, ich fand es jetzt nicht ganz so berauschend und nicht ganz so gelungen, deswegen hat das auch nur von mir 4 Sterne bekommen. Ich fand, da gab es Bände, die waren wesentlich stärker als dieser letzte abschließende Band und ich sag ja, die Lösung war ein bisschen plump. Dann habe ich noch als vorletztes gelesen Fall With Me von Jay Lynn. Das ist der 1, 2, 3, 4, 5. Band, glaube ich. Zähle ich richtig? Ja, 1, 2, 3, ja, 5. Band. Und ich muss euch sagen, das hier war der Band, der mir am wenigsten gefallen hat. Der hat von mir nur 3,5 Sterne gekriegt. Hier geht es um Roxy und Reese und die beiden, beziehungsweise Roxy ist schon ewig in Reese verliebt, aber will sich das halt selber nicht eingestehen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und irgendwann passiert halt etwas, was sie so ein wenig aus der Bahn wirft und Reese ist für sie da. An sich klingt das wahnsinnig toll. Es ist auch wieder gut gemacht. Roxy fand ich super toll und sympathisch. Die hat genauso eingeschlagen wie ihre Vorprotagonistinnen sozusagen. Reese dagegen fand ich irgendwie sehr... Der ging so in Richtung Christian Grey. Fand ich auf jeden Fall. Der war sehr dominant. Ich kann es nicht beschreiben, der hat mir auf jeden Fall nicht ganz so gut gefallen wie die anderen Jungs aus diesen Reihen. Und das fand ich ein bisschen ernüchternd, war jetzt nicht wahnsinnig schlimm, aber ja. Zudem muss ich auch sagen, dass das Buch sehr gut geschrieben war trotzdem. Aber ich hatte damit echt ein paar schlaflose Stunden, weil das Thema sehr angsteinflößend ist und man muss als junge Dame, die alleine wohnt, oder ich wohne ja nicht alleine, aber ich war an einem Tag oder an einem Abend, wo ich das gelesen habe, alleine und ich habe mir echt den Film meines Lebens geschoben. Oh, also kann ich euch nicht empfehlen, abends im Dunkeln zu lesen, das ist doch so eine Thematik, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Ich möchte es aber nicht spoilern, deswegen gehe ich darauf nicht näher ein. Hier kommen auch wieder die anderen Charaktere vor, deswegen empfehle ich euch, die Bücher tatsächlich nach ihrer Reihenfolge zu lesen. Und dazu wird es dann irgendwie im Laufe der kommenden Woche auch noch eine Rezension geben. Und abschließend habe ich dann noch beendet Frostglut Mythos Academy Band Nummer 4. Das habe ich jetzt Hörbuch gehört. Ja, war okay. Ich mag die Sprecherin nicht sonderlich gerne, aber es ist in Ordnung. Ich kann ja trotzdem zuhören. Wobei die echt kaum Facetten hat. Das ist so ein bisschen das Manko. Ich finde, gerade so nach Luise Helm oder wie sie heißt, die Night School vertont hat, ist es natürlich schwierig, daran zu kommen und so viele Facetten zu bieten wie diese Synchronsprecherin. Das kann tatsächlich diese Dame hier nicht. Trotz alledem fand ich es gut gelesen. Ich finde die Geschichte immer noch ein wenig anstrengend, weil ich Gwen immer noch anstrengend finde. Sie entwickelt sich zwar, man merkt es auch deutlich, dass sie da reifer und erwachsener wird und sich mehr zutraut, aber trotz alledem werde ich mit Gwen, glaube ich, nie 100% warm werden und wir werden die beste Freundinnen sein und da muss ich einfach realistisch bleiben. Trotzdem möchte ich die Reihe auslesen, weil mich interessiert, wie es weitergeht. Es kam mir jetzt auch ein Plot, den ich gut fand, der ist zwar den dritten Teil fand ich ja wahnsinnig vorhersehbar und berechenbar, der hat mir deshalb ja nicht so gut gefallen, aber bei hier war es nicht mehr so schlimm, es war echt gut gelöst und ja, ich bin gespannt auf Band Nummer 5, den ich jetzt im Mai dann auch hören möchte und ja, das Ganze hat von mir 3,5 Sterne gekriegt. Habe ich euch gesagt, wie viele Sterne Fall With Me gekriegt hat? Wenn nicht, das hat auch 3,5 Sterne bekommen und ja, ich bin gespannt auf Band Nummer 5. So ihr Lieben, das war es schon von meinem Lesemonat für den April 2016. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht das ein oder andere Buch für euch entdecken. Falls ihr eins der Bücher schon gelesen habt und oder mir noch irgendwas empfehlen wollt, was ihr super gut fandet im April oder in diesem Jahr bereits, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin immer super gern für irgendwelche Buchempfehlungen zu haben und freue mich schon auf eure Nachrichten. Ich weiß, dass ich derzeit so ein bisschen schlampe mit meinen Kommentaren beantworten. Das tut mir wahnsinnig leid. Das hat halt einiges so mit den privaten Umständen zu tun. Ich glaube, ihr wisst warum. Und ja... Ich hoffe, dass das halt nach Ende Mai besser wird wieder. Und ja, gut, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bye!